Und damit willkommen zu Pen and Paper Sufora. Ja, live auf Twitch, wenn du zählen führst. Und ich gehe rein in den Voice. Hallöchen. Gaber. Willkommen zurück. Passend. Ja, Schön, sehr vielen passend. Dank. Da sind die anderen Mitglieder dieses Abends heute. Ich habe vergessen, das Was? Bild. Sind noch mehr Leute? Das Ich Wichtigste dachte, vor ich wäre allem der allein. Mordi, der heute den Spielleiter Sie macht. sind in meinem Kopf. Oh mein Gott. Ja, ich hoffe, es ist alles zu hören. Ich bin zu hören. Die Musik ist nicht zu penetrant. Irgend Musik könnte ich mir eigentlich auch mal anmachen. Und Mordi ist nicht zu penetrant. Riecht nur ein bisschen. Ich bin. Woher weißt du, dass ich noch nicht geduscht habe? Diesen Monat. Ich kenne dich doch. Und wie es immer dazugehört in unseren Streams, Werbung. Läuft auch immer bei mir in der Playlist, aber noch habe ich auch immer noch nicht herausgefunden, wie man das werbefrei macht. Zeit für Werbung. Kauft euch Deo, sonst riecht ihr wie Mordi. Ja. Das wollt ihr nicht, glaubt mir. Ich muss damit leben. Gut, ich höre mal selbst noch mal kurz rein, bevor es losgeht, damit ich noch mal weiß, ob alles zu hören ist. Dann hört man die Ich gucke Stimmen. mal nicht, dass wir wieder gemutet sind, so wie Also jedes ihr seid nicht andere Mal. gemutet, auf jeden Fall. Das glaube ich nicht. Die Musiklautstärke ist halt ein bisschen das. Okay, wir sind nicht gemutet. Musik passt schon. Sehr schön. Okay. Dann haben wir Charakterbögen, die wir jetzt in der Pre-Show, willkommen zur Pre-Show, gleich mal machen müssen. Wir haben nämlich noch keine Inventare. Da muss noch was in unseren Inventare gefüllt werden. Aber erstmal würde ich mal sagen, Modi, stell mal vor, was wir überhaupt hier heute spielen, in welcher Welt wir uns befinden. Nee, du, lass mal. Okay, gut, dann nicht. Ist jetzt ein Isekai, wir wissen nicht, was die Welt ist. Okay, ein neues Bild Das habe in ich dem auch in Moment. Planung, wenn ihr Lust drauf habt. Natürlich ist das in Planung. Es ist alles in Planung. If it exists, ist in my Ordner. Ich wollte dann fragen, Hast was du ist ein nicht in Planung? RPG, in der wir allesamt Bären sind, die versuchen, eine Steuererklärung Bitte auszufüllen? nicht. Ich Kein bitte Dusch. darum, bitte nicht. Das gab's mal bei Loot für die Welt, so ähnlich. Also Oh. ja. Ich wollte sagen, das könnte die nächste neue Staffel von Ding Winnie Pooh werden. Okay, die Musik passt gerade Nein, sehr gut zu dem, das was ist wir hier erstmal als Boros Bild Gletscher. haben. Vielleicht finde ich noch ein bisschen Ja, passendere Musik. Winnie Pooh das Finanzamt. Die neue Pen and Paper Haben wir hier Antwort. schon so ein. Okay, Inventar. Bei mir könnte das größer werden, wegen Wagen, der mir gehört. Ihr habt 15 Slots fürs 15 Inventar. Slots. Okay, wir können 15. 15 Sachen ins Inventar Okay. packen. Ja, genau. Okay. Manche Sachen brauchen auch mehr als einen, weil, ich Dürfen meine, wir uns das wenn du komplett jetzt so eine auf. riesige Axt in deine Tasche packen willst, das braucht ein bisschen Platz. Zählt Ich es meine als in der Tasche, Tasche wenn ich von sie auf dem hinten. Rücken trage? Nein, Ausrüstung nicht. Da ich nicht dazu gekommen bin, ein richtiges Ausrüstungsblatt zu machen, leider, das brauche ich auch, keine Sorge. Die Waffen, die ich mir schon eingetragen habe, außerhalb des Inventars, die gehören da nicht rein, oder? Die gehören da. Die kommen ins Nein, Inventar, oder? also ich sag so, ihr habt quasi Rüstungsslots für Kopf, für Körper, Beine und Arme, Was? wo ihr was reinpacken könnt. Was euch dann nicht ins Inventar schreiben müsst, schreibt euch einfach auf, was für eine Rüstung ihr gerade anhabt, im Grunde, falls ihr Okay, eine habt. Sekunde. Aber stählerne Muskeln! Ja, Warte dir würde mal ich auch nicht empfehlen, eine kurz. Ich Rüstung muss zu gerade auf tragen, die das Musik könnte achten. suboptimal werden. Die zerbröselt immer! Scheiß Ding! Habe ich mir das jetzt eigentlich gegeben? Habe ich es mir nicht gegeben? Gibst du Wie, wie, Angst in meiner Bar! Okay, Ah, ich wir haben hab's. einen Slot für Rüstung, Rüstung Kopf, Rüstung Arme, Rüstung. Wie war das nochmal? Arme, Wie Beine, behandeln wir Körper, das jetzt Kopf. mit dem Wagen? Den Wagen hast du. Der Okay. kostet Rüstung. einen Inventarplatz. Weil ich würde mal behaupten, den Alkohol, den ich mit mir führe im Wagen, weil es nun mal eine Bar ist, Arme, den habe ich Beine, wohl eher Kopf. nicht im Inventar, sondern halt im Nein, Wagen. wenn es sinnvoll ist, dass es im Wagen ist, dann ist es im Wagen.
wenn du irgendwas in den Wagen reinpackst, dann darfst du es auch gern tun. Okidoki. Ich glaub's dir einfach. Wenn du nicht damit anfängst, drei Kühe in deinen Wagen zu packen, dann hast du auch kein Problem mit Inventarplatz. Hey, beleidige nicht die anderen Spieler. Also Rüstung, Arme, Beine, Kopf, also das Körper kann ich auch den... Kann man das, also die Schwerter kann man in den Armen dort mitpacken. Nein, oder? Und dann habt ihr noch einen Waffenslot quasi für jede Hand, wenn ihr die gerade habt. Waffe links. Wenn ihr gerade die Hand habt? Falls nicht abgehabt wurde. Wenn ihr die Waffe in der Hand habt. Ach so. Es kann auch sein, dass ihr sagt, okay, ich pack mir den einen Dolch in die Tasche, stattdessen ziehe ich einen, keine Ahnung, explosiven Trank und werf den. Das haben sie eigentlich alle von Minecraft. Okay, also Tasche haben wir. Ich werfe Alkohol. Tasche waren 15 Plätze, oder? Funktioniert. Was? Tasche waren 15 Plätze. Tasche waren 15 Plätze, außer ihr entscheidet euch dazu, ihr wollt einen großen Rucksack kaufen, dann kann es auch erhöht werden. Alles klar. Okay, dann können wir uns Sachen reinschreiben. Was halte ich eigentlich von meinem Charakter? Ich glaube, er ist der bunteste von allen. Auf jeden Fall. Keine Ahnung. Das ist der kleine Ork dort. Oh. Das ist sehr bunt, ja. Das ist ziemlich bunt. Vor allem, wenn er neben unseren Charakteren steht. Excel fucking Land. Okay, Wir hatten schon gesagt, wir haben heute ein bis zwei Roleplayer und der Rest ist definitiv sehr High Concept an Charakteren. was Rüstung angeht, was kann man denn da sagen? Ist da so. Was sind da die Bezeichnungen dafür, wenn man da den. Je nachdem, was du trägst. Eine schwere Ritterrüstung natürlich eher nicht, oder das ist dann. Je nachdem, was du trägst. Wenn du sagst, du möchtest dir einen Eimer auf den Kopf setzen, dann darfst du einen Eimer auf deinen Rüstungsknopf. Ich hätte jetzt gesagt, dass so leichte so. Ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Schützer irgendwie. Du trägst vermutlich Leder überall. Lederrüstung so, überall. So wie ich deinen klischeehaften Charakter einschätze, trägst du überall Leder. Außer am Kopf. Was? Darfst du eine Kapuze aus Leder tragen, wenn du das möchtest? Ich frage erst gar nicht. Latex. Du darfst dann zumindest aufschreiben, Leder hat einen Rüstungswert von 2. Was hat mein Outfit für einen Rüstungswert? Ist es ja, ein Standard-Magier-Zeug? Ja. 0. Perfekt. Nice. Es löst sich auf, wenn man es schief anguckt. Das sind die gute Voraussetzungen. Was hat mein Schild? Ich hab ein Schild mit. Du hast so ein Schild dabei. Warum hat ein Zauberer ein Schild? Heiligung. Ja, ich meine, gehen wir uns mal. Dann hast du ein Schild dabei. Das ist eine mehr oder weniger Verteidigungsmöglichkeit. Das ist keine Rüstung. Okay. Außer du ziehst es dir wirklich über die Brust an. Was brauche ich noch? Was braucht man noch? Geld. Also ich habe 3 Milliarden dabei. Was? Was haben wir an Geld? Gehen wir einfach mal charakterweise durch, würde ich sagen. Oder? Ich hab noch nicht. Wer möchte denn anfangen? Ich glaube, ich muss den Mordi mal ein bisschen lauter stellen. Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Du kannst das lauter sagen. Wie machen wir jetzt mit Geld diesmal? Wie immer, ich würfel's euch aus. Okay. Kann ich mir auch einfach 15 Goldbarren als Inventar mitgeben? Nein. Nein. Ich hab den Fehler gemacht, dir einmal einen Goldbarren zu geben. Wie sieht's mit 15 Silberbarren? Hätten zwar der beste Fehler, den du gemacht hast, den Goldbarren mitzugeben. Ja, gut, okay, ich würde aber sagen, wir gehen Charakter für Charakter durch. Wer möchte denn anfangen mit seinem Inventar? Ich bin noch nicht fertig. Ich weiß auch noch nicht, was ich da so überhaupt großartig reinpacken will. Das ist mein Inventar. Ich habe sehr viele, also einige Dinge an dem Wagen. Dann fange ich an, ich habe jetzt in meinem Inventar einen durch zumindest schon mal, den anderen habe ich in der Hand. Der verbraucht nur einen Slot, oder? Dolch ist eine kleine Waffe, die braucht einen Slot. Okay, was habe ich an Geld mit dabei? Würfeln Sie was doch mal gleich mal für mich aus. Würfeln wir gleich mal zeigen, wie das in World 20 funktioniert. Ja, oder auch nicht. Offensichtlich hast du 88, das ist wieder deine Nummer. Ich bin wieder der Nazi-Elf. Das passt super.
Ich habe 88 Gold oder wer ist das, Silber oder? Wer ist die Währung überhaupt? Gold, Silber und Eisenmünzen, würde ich sagen. Ist einfach klassisch. Das ist 88. Bezeichnung, weil die werde ich eh vergessen. 88 Geld habe ich. Nein, es gibt schon Cent und so weiter Beträge. Es wird auch relevant, es ist eher was Gesellschaftliches, was wir heute machen. Ein Highlight, okay. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich sowieso die halbe Stadt abfackeln. Okay, wie viel von was habe ich jetzt? Ich habe einen Stärkewert von 70 und ich werde ihn nutzen. Wie viel von Gesellschaft? Okay, wie so, wenn es gesellschaftlich, das klingt sexuell. Wenn es Cent gibt, wie viel davon habe ich? Du hast offensichtlich 80 Cent. Jetzt mal alle ruhig, die gerade nicht Mordi heißen. Ich würde sagen, da ich gerade zweimal gewürfelt habe extra, ich sage einfach mal, du hast 70 Silber und du hast 18 Eisenmünzen. Gold hast du nicht. Okay. Also, warte nochmal, wiederhol es nochmal. 17 Eisen und... 70... 70 Silber oder... Ja. Nee, das hatte ich gerade mich vertan. Du hast 70 von dem geringsten und du hast 18 von dem nicht geringsten. Geil. So. 70 Eisen. Nee, also, ja und... 18. Wie war das? 18 Eisen. Silber. Silber. 18 also Silber. Eisen, Silber. Ah. Ja. Die unterscheiden sich übrigens durch die Prägung. Bevor jemand fragt. Das ist ja nicht gerade sehr reich. Also ist kein Silber- und Eisenmünzen? Ja, doch, das Material ist schon unterschiedlich, aber es ist auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht so gut zu unterscheiden. Okay, wenn ich so meine Werte. Ja, okay. Wenn ich so meine Werte angucken würde, würde ich mir gern noch so ein bisschen was so an Stöckern oder an, also Stöcker und Steine und vor allem ein paar Heilkräutern ins Inventar packen. Was du befindest dich in einer, du befindest dich mitten in quasi einer Großstadt. Wo hast du Stöcke und Steine her? Ich bin raus in den Wald gegangen. Ich gehe regelmäßig raus in den Wald. Ganz einfach aus dem Gehweg geklaut. Aus dem Wald. Ich war im Wald vor ein paar Wochen. Da habe ich es mir mitgenommen. Gut, okay, akzeptiere ich. Dann darfst du dir Stöcke und Steine eintragen, warum auch immer. Wie viel kann man sich davon eintragen? Was macht da... Kannst dir von mir aus das ganze Inventar damit vollklumpen, wenn du willst. Willst du noch eine Fiole voll Pisse? Also ein Stock macht einen Platz im Inventar aus, oder wie machen wir das? Ja. Oder okay. In dem Fall schon. Außer keine Stöcke mitzunehmen. So, du bist wieder Brände legen. Drei Stücke und zwei Steine. Und Kräuter machen kann ich mir einfach einen. Also das ist. Wenn ich da Heilblätter, so Heilkräuter habe, das kann doch ein Inventarplatz sein, oder? Die stopfe ich in der Ecke, oder muss das ja, irgendwie... Das kannst du gerne machen. Das geht schon. Okay, Heilkräuter als eine... Als ein Ding. Ja, Geld habe ich dabei. Was könnte mein Charakter noch brauchen? Das Tier, also das Tier, mein Begleitertier, mein Begleiterfuchs, der ist... Wenn du ihn nicht in deinen Rucksack östlich stopfst, dann brauchst du ihn. Den habe ich dabei, den habe ich nicht mehr. Brauchst du so erst so ein Gossip, so er nimmt sie, er packt sie immer schön in den Rucksack. Okay, rein. Dann hätte ich gern noch zwei Seile. Braten würde er köstlich schmecken. Also Seile, also sag mal so 1 Meter lang, Seile, wie lange dürfen die sein, die Seile, die ich dabei habe? 1 Meter? 3 Meter, 5 Meter. Also, ich meine, 5 Meter, wie viel Meter Seil erlaubt mir Mordi? Lang genug. Okay, ja, Seil. Ich habe ein Seil dabei. Ich habe 2 Seile mit dabei. Seil verbraucht noch gar nicht so viel Platz. Ich habe bisher einmal Verbandszeug und sonst ist mir nichts eingefallen, was ich. Ja, Verbandszeug ist auch sinnvoll, das habe ich auch mit dabei. Bisschen. Ja, gut. Ich hab 3 Mullenbinden dabei.
Oder weißt du, dass sowas gibt, so ein. Sowas da, so. Ja, du kannst dir Verbände reinschreiben. Verbände. Das geht schon. Hab ich auch in der Ecke gestopft. Die sind. Nehme ich jetzt einen Slot, wenn es mir Modi erlaubt. Ich nehme mich durch. Stücke. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 5 Plätze hätte ich noch frei. Wenn mir nichts einfällt, kann man die auch freilassen für spätere Sachen, die immer noch kommen. Du musst dir nicht alles ins Inventar auf Zwang streiten. Mhm. Ich kann ja später auch Sachen noch entfernen. Okay. Ich hätte aber auf jeden Fall noch gern einen Trank irgendwie mit im Inventar, irgendwas, was man trinken kann, irgendwas zum. Also, muss jetzt nicht unbedingt alkoholisch sein, aber. Ich habe 5 Fässer Bier und ein kleines Fass Schnaps dabei. Sowas für unterwegs, was ich mir eingesteckt habe, einfach so. Ich bin Barkeeper. Warte, machst du das wie in diesem einen, in dem einen Video, was ich letztens gesehen habe? Du eröffnest in jeder Stadt, wo wir vorbeikommen, eine Kneipe und machst das komplette Geldsystem im Spiel kaputt. So in die Richtung. Wir machen grundsätzlich alles in dem Spiel kaputt. Ja, ich rechne damit. Ein alkoholisches Getränk. Okay. Gut, du darfst ja aufschreiben, ein unbekanntes Getränk. Was ich damit mache, das ist meine Sache, wenn du es trinkst. Ich hoffe, ich finde es schön, dass wir noch vor der Kampagne schon Chaos stiften. Es wird nur schön. Ich habe jetzt ein unbekanntes Getränk drin, oder was? Wer ist eigentlich diesmal der Magier, der Scheiße baut? Ich. Ah, du! Ja, er kann keine Scheiße bauen. Das hat mir so gezeigt, dass es Teil der Lore wurde. Ja, er hat mir verboten, dass ich keine. Er hat mir verboten, Runen zu nehmen. Was zu trinken, ja, irgendwas. Was zu trinken, irgendwas wie Wasser habe, kann ich nicht mehr dabei haben, Modi, oder? Irgendwas, du bist mitten in der Stadt! Warum willst du Wasser dabei haben? Ich hab mir was zum Proviant für unterwegs mitgenommen. Du bist nicht unterwegs! Die wichtige Frage ist: Kann Max das Net Librem triggern? Das weiß ich nicht. Aktuell noch nicht. Es beginnt also schon sehr chaotisch hier mit der Kampagne. Ich hoffe es. Es wird witzig. Wir werden sehen, was passiert, wenn es passiert. Okay, dann macht mal eure Kommentare. Dann wäre ich weiter fertig mit meinem Inventar, dann können die anderen mal machen. Auf jeden Fall, ich freue mich, wenn ich Gestus nutzen kann. Wenn ich Alchemie nutzen kann, einfach mein Gold erhöht. Das klingt für mich nach einem Katzengoldzauber. Nee, alles gut. Ja, auf jeden Fall, dann mache ich mal meine Inventar. Ich habe natürlich einen Zauberstab. So, soll ich dir irgendwelche Werte geben? Oder ist es einfach. Was für ein Zauberstab möchtest du denn genau? Beschreib ihn mir. Ungefähr genau das, was ich da habe: ein Stück Holz, wo 3 Zauberkristalle vorne dran gebunden sind. Alles klar, gut. Darfst du haben? Jetzt ist die Frage: Willst du damit zuschlagen? Nein, eigentlich nicht. Dann brauchst du auch keine Waffenwerte. Okay, alles klar. Ja. Dann habe ich mein Schild. Oder? Das wirst du bereuen. Ein Schild? Ja. Ja, gut. Dann habe ich den Mantel mit dem, also das ganze, beziehungsweise das ganze Outfit. Ja, gut, das ist irrelevant, das trägst du. Dann habe ich eine Brille. Gut. Brille. Ich wäre dumm, wenn ich sie nicht hätte. Dann habe ich ein Akkordeon mit. Okay, und oh Gott. Okay, das Akkordeon. Ist Akkordeon verbraucht oder was? Davon wusste ich bis eben nichts. Mal, wie viel Platz verbraucht ein Akkordeon? Ich würde sagen 3. Ich habe schon viele Akkordeons in der Hand gehabt. Das ist ein breites Ding. Ding, es hat 3. Passt das in den Rucksack? Ja. Ist ein kleines Ding. Dann habe ich einen Schlafsack dabei. Okay, ja. Wie viel? Auch 1? Oder? Schlafsack ist auch groß, ebenfalls 3. Okay. Dann habe ich eine Trinkflasche dabei.
Das darfst du, ja. Jetzt wollen wir schlafen. Ich schätze mal eins. Natürlich. Außer dann habe ich so einen 3 Liter Flachmann haben. Nein, da habe ich ein Kräuterbündel dabei. Okay, auch, das hatten wir ja gerade schon. Das ist auch einfach nur eins. Ja. Willst du auch noch Stöcke und Stein haben? Nee, dann hätte ich gerne 2 Glaskolben. Okay, ja, macht Sinn. Das würde ich dann mal auf jeweils einschätzen. Ja, ganz genau. Dann bin ich bei 9, 10. Gut, ich glaube, dann würde ich gerne einen Schraubenschlüssel mitnehmen. Okay, sicher. Wo hast du den her? Gibt es nicht. Gibt es nicht Schrauben? Jetzt nicht an jeder Ecke. Ja, aber gibt es nicht Werkzeug? Ich habe ein Werkzeug im Wagen. Ah, okay, wenn du Werkzeug im Wagen hast, dann lass ich es weg. Also größtenteils nur für Holz, aber. Ja, das natürlich, das meiste ist Holz. Wenn du da jetzt. Eigentlich hast du mit dem ganzen Zeug da nichts groß zu tun. Wenn du mir erklärst, wie du da rankommst, dann kannst du es auch haben. Nee, passt schon, wenn der Werkzeug dabei hat, dann reicht es aus. Ich dachte, weil ich hab einen dedizierten Schreiner-Skill, also. Ah, okay. Dann habe ich Seil dabei. Ja, gut. Und dann würde ich Nadel und Faden mitnehmen. Okay, klar. Ich glaube, das war alles. Ja. Okay. Gut, ja, dann Kopf. Bisher habe ich inventartechnisch nicht viel. Also der Pflegi ist, der kommt später mit dazu, der ist gerade im Voice-Chat mit drin. Der hört zu und. Geld, Mordi, wolltest du Max der macht Geld? Sein Inventar. Ja. Hab ich der gerade. Macht sein Inventar jetzt also selbst. Viel. Immer den höheren Betrag an niedriger Währung. Okay. Also du hast jetzt 61, Geld. Du hast 61 Eisen, du hast 19 Silber. Hm. Okay, okay. Bisher habe ich Inventar bisher nur 3-mal Verbandszeug und mein Lieblingshumpen. Ausrüstung, okay, Kriegsaxt. Macht Sinn. Ja, für beide Hände übrigens. Ja, ist so oder so beide Hände. Egal keine wie stark du bist, ich das Ding nicht mit einer Hand. Keine Sorge, das habe ich auch nicht vor. Vielleicht irgendwann mit Level 100. Ich mit einem Stärkewert von 70, aber nee. Und im vielleicht Wagen haben wir jetzt erstmal 5 Fässer Bier, ein kleines Fass Schnaps, 2 Tische, also einfach zum Hinstellen draußen, Kessel und Besteck zum Kochen, Werkzeug, um den Wagen in Stand zu halten, Felle für die Schlafkoje und 10 Humpen, um logischerweise was ausschenken zu können. Ja, das lasse ich dir. Ziehst du ihn selbst oder hast du Tiere dabei? Das Pferd hätte ich jetzt nicht als Inventar direkt gezählt. Ich muss es trotzdem wissen. Ja. Wenn du dich nicht um deine Tiere kümmerst, dann hast du irgendwann keine Tiere mehr. Er hat 250 Gramm. Ich nenne sie dabei. Betty. Gut, meiner ist Maverick. Pferd? Ein sehr gutes, ein sehr neuer modischer Name, hab ich mir ausgedacht. Du hast doch nur genießt und es dann aufgeschrieben, gib's zu. Ja. Wow, ist diese Musik epic. Geld. Okay, 27. Okay, du bist einfach arm. Du hast all dein Geld fürs Pferd ausgegeben. Offensichtlich. Oder für. Oder für Saufen. Er hat für sein Alk alles ausgegeben. Was hast du selber getrunken hast. Epic Music. Und Pflegi, was hat sein Charakter für Geld dabei? Kann er sich gleich aufschreiben? Ahnung. Er hört's zu. Kann er sich gleich notieren. Er wird sich sicher nichts aufschreiben, wenn er gerade was sowieso andere Sachen zu tun hat. Er hat gesagt, er schreibt das Inventar mit, während er. Deswegen ist er hier und hört's zu. Also. Ja, gut, dann. 65, 42, okay, cool. Hat einiges. Das ist unser reichster Charakter hier, oder was? Ja. Offensichtlich. Hat ja auch mit euch erstmal nichts zu tun. Okay. Na dann. Ich hab gerade kurz das Headset gestorben. Ich habe gerade nichts mitbekommen. Sehr schön. War nichts Wichtiges. Geld. Lingi ist reicher als wir alle. Also und zwar doppelt so reich wie ich. Geld, ich habe nichts mitbekommen. Kannst du meinen Discord... Du hast dein Geld nicht mitgekriegt. Nein.
Du hast 7 Silber und 20 Eisen. Du hast kein Geld. Prof, du hast kein Geld. Und Pflege hat so viel Geld wie wir alle zusammen. Hm. Das ist die Inflation. Tja. Dieser verdammte afrikanische König, der durchgekommen ist. Gut, ansonsten, wenn alle mit ihren Inventars fertig sind und mit ihrem Charakterbogen, stelle ich mal die Frage an Modi, wo sind wir eigentlich hier im Abenteuer, wenn wir losstarten, was spielen wir hier? In welcher Welt befinden wir uns? Willst du damit gerade sagen, ich soll es erklären, oder? Ich würde sagen, du erklärst das mal für den Stream und dann können wir uns noch ausdenken. Dann würde ich ganz gern mal, dass wir unsere Charaktere mal vorstellen, zumindest die schon da sind. Dann. Stimmt. Das wird lustig. Pen Paper müssen wir jetzt nicht mehr erklären. Sorry dafür, aber die Leute, die das. Weil es das erste Mal mit dem tatsächlich funktionierenden System ist. Du könntest das System nochmal erklären, was du. Wir haben neue Charaktere, Charakterbögen und neues System, deswegen wäre das mal dafür sinnvoll. Also was Pen Paper generell ist, weiß hoffentlich schon jeder. Deswegen. Das war sicher. Let's go, Modi. Erzähl uns was. Gut, dann erzähle ich euch erstmal, mit was für einem System wir heute spielen. Das ist ein namenloses System, das ich zusammengebastelt habe aus diversen anderen. Ich könnte mal aufhören, auf der Map rumzukritzeln. Aber ein sehr glückliches Schloss. Oh Gott. Ich sollte nicht ranzoomen. Okay, gut. Alles klar. Es fängt schon mal gut an. Ja. Wir haben ein YouTube-Thumbnail im Hintergrund. Gut. Okay. Also, wir spielen ein System, das auf so ziemlich allen existierenden Systemen basiert. Und ich mir das, was ich mag, rausgeklaut habe. Jeder Charakter hat gewisse Eigenschaftswerte. Das sind in dem Fall Stärke, Geschick, Charisma, Wille, Intelligenz und Wahrnehmung. Und gleichzeitig hat er auch bis zu 40 verschiedene Talente, deren Wert auf maximal 50 beschränkt ist. Und die Werte kommen nochmal auf die Eigenschaften drauf, wenn es eine passende Probe ist. Zum Beispiel, du willst mit dem Schwert zuschlagen und du hast zusätzlich das Talent Schwertkampf, dann darfst du die beiden Zahlen kombinieren und darauf wird gewürfelt. Ich habe kein Talent, aber was soll's. Haben wir ganz gemacht. Das allgemein, ja, gut. Schön. Danke für die Unterbrechung. Immer gerne. Jederzeit. Du warst bei Talenten. Ja, ich war bei Talenten, wie ich gerade erklärt habe. Die Proben haben verschiedene Schwierigkeiten. Das meiste, also 80-90% sind immer normale Proben. Das heißt, voller Wert von beidem. Dann gibt es auch noch schwere Proben, wie zum Beispiel du willst nackt und unvorbereitet auf einen Berg klettern, dann wäre es durchaus schwierig, dann wäre es eine schwierige Probe, das heißt, ihr habt nur maximal den halben Wert von Talent und von Eigenschaft. Dann gibt es auch extreme Proben, das wäre zum Beispiel, du möchtest einen Drachen mit einem Faustschlag umbringen. Das ist quasi unmöglich. Deshalb hat man ein Viertel des Eigenschaftswert. Wenn das funktioniert, dann funktioniert's. Wenn nicht, können schlimme Sachen passieren. Allgemein gewürfelt wird mit einem W100, wie normalerweise immer in den Streams hier. Und die Chance, dass man trotz einem sehr hohen Wert versagt, liegt immer bei 5%. Das heißt, alles über 95 ist automatisch ein Fehler. Dann, was jetzt eine kleine Neuerung ist, es gibt Vorteile und Nachteile, die man auf jeden Wurf haben kann. Zum Beispiel durch Zauber, durch gute Umweltbedingungen, durch Vorbereitung, durch sonst was. Das heißt, angenommen, mein Testcharakter möchte jetzt, sagen wir, eine Tür einschlagen. Dann hätte er dafür den Standardwert auf Faustkampf. Aber er ist schlau genug und denkt daran, vielleicht ein Brecheisen zu benutzen. Das heißt, er hat einen großen Vorteil, darauf die Tür einzuschlagen.
dem Fall würfel ich einfach mal ein D100 minus ein D20. Das wäre in dem Fall eine 19. Das heißt, der Wert von 19 wurde erreicht. Er wird normalerweise unter dem zu erwürfelnden Ergebnis sein. Probe geschafft. Sollte der Wert auf 5 bis 0 liegen, ist es ein kritischer Erfolg. Genauso wie 95 bis 100 ein normaler Misserfolg ist. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel in den Minusbereich kommen oder auf über 100 kommen durch die Vor- und Nachteile. Sollte das passieren, ich sag's mal so, dann werden lustige Sachen passieren. Librem, net, Librem, net, Librem. Aha. Zaubern wäre das durchaus möglich. Ich hoffe, das passiert, genau, weil niemand eine Scheibe einwerfen möchte. Ja, kriegt ja bestimmt wieder hin. Es können jetzt wirklich kritische Werte erreicht werden. Sollte das passieren, empfehle ich, dass es nicht passiert. Also die Charaktere können sterben. Die Charaktere können jederzeit sterben. Und das, was du ganz, das Ganze mit den Vorteilen, die du gerade erklärst hast, das machen wir später noch und das kommt im Abenteuer dazu. Das kommt dazu, im oder? Abenteuer vor. Also, das kommt, das kommt noch dazu, weil ich habe davon dazu noch nichts in meinem Charakterbuch stehen, deswegen wundere ich mich gerade. Die kommen auf die einzelnen Proben. Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest ein Schloss knacken, du hast nichts dabei, okay, ist schlecht. Das ist sogar ziemlich schlecht, dann hast du halt einen Nachteil von plus einem D10 zum Beispiel. Aber wie ermitteln wir die Vor- und Nachteile? Das ist wo. Hast du die bei dir aufgeschrieben, oder? Die werden nicht aufgeschrieben, das wird spontan entschieden. Wenn es logisch ist, dass es leichter ist, wenn du ein Brecheisen benutzt, um eine Tür zu öffnen, dann hast du darauf logischerweise einen Vorteil, und zwar einen großen. Ich bin das Brecheisen! Wenn du jetzt zum Beispiel das sagst, dann und ohne alles... Das kann ich mir bei Sansi... Das kann ich mir bei unserem Sansi sehr gut vorstellen. Ja, wenn du halt ohne alles einfach mit der blanken Faust auf die Tür einklopfst, dann kann es auch durchaus passieren, dass du halt einen Nachteil von plus 1d10 oder 1d12 kriegst. Ah, okay. Dann gibt's keine Türen. Jedenfalls nicht mehr. Ja, oh, die Nachteile sind auch 1d6, 1d10, 1d12 und 1d20. Höher geht nicht. Und maximal 3 gleichzeitig. Ein Prof ist schon ganz in seiner Rolle. Daher. Und ich habe eine Frage. Die aktiven Fähigkeiten, haben die eine Abklingzeit oder mit was aktiviere ich die? Die aktivierst du mit deinem Skillpunkt. Die kannst du jederzeit benutzen. Okay, und also mit dem Punkt, der dabei steht. Ja, genau. Aber der regeneriert sich nicht. Du hast einmal pro Spielabend, also pro Stream in dem Fall, die vollen Punkte. Ah, okay. Das heißt, ich kann jetzt, keine Ahnung, kurz vor Ende nochmal alle einsetzen, damit ich nächstes Mal... Du kannst auch kurz vor Ende alle nochmal einsetzen, wenn du das unbedingt willst. Mhm. Nur so Chaos zu stiften. Nee, ja gut, das wollte ich gerade sagen. Okay. Oh, ja. Die passiven Fähigkeiten, die man auf ausgewählte Sachen macht. Wie machen wir das? Soll ich das einfach sagen? Auf was das ist, oder? Nee, du hast das, du merkst dir das und das zählst du einfach dazu. Und da steht, du hast allgemein einen Vorteil von, was weiß ich, ein D6 auf... Große Gott, das werde ich mir nie merken. Es ist nicht so komplex. Morty würde dich schon an die Hand nehmen. Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, dass das Einzige ist, was ich nicht aus dem anderen System geklaut habe. Weil mir ist bisher noch kein System mit Vor- und Nachteilen untergekommen. Zumindest solche. Spielt Zwerge nicht eh ein Mensch? Nee, ich bin eine kleine Elfenkriegerin. Beziehungsweise so klein ist die gar nicht, sondern ziemlich groß. 2,50 Meter. Insofern, 1,80 Meter. Ich bin größer. Oder was bist du?